Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Risen 3 Titanlords. Wir sind heute endlich auf Taranis, auf der Insel der Wächter, die mit der Kristallmagie kämpfen. Und ich habe mich hier sehr darauf gefreut, diese Insel endlich zu besuchen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis es soweit war, aber jetzt bin ich endlich hier. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier mal einen kleinen Einblick in die Wächter und in die Kristallmagie für euch auftreiben kann, ne? Dass wir mal schauen können, was es hier zu erleben gibt. Marburg, hallo. Fracht? Was? Bist du nicht mit dem Boot da angekommen? Ja. Was für eine Fracht habt ihr dabei? Na, mich vor allem. Nur uns selbst. Ha. Ach so, dann seid ihr gar nicht hier, um neue Waren für das Magierlager zu liefern. Nee. Nein. Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Aber ja. Es ist das Herz dieser Insel. Juhu. Wenn du ins Magierlager möchtest, gehst du am besten zu Baker. Du findest ihn rechts vom Lagerhaus, die Anhöhe hinauf. Lass dich von ihm hinbringen. Ohne Führung kann es hier sehr gefährlich werden. Den Wald und den großen See solltest du vorerst meiden, wenn du nicht als Wasserechsenfutter enden willst. Alles klar. Übrigens nach wie vor, ihr dürft mir gern eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, welchen Lager ich mich anschließen soll. Den Dämonenjägern oder den Wächtern. Ja? So, ich hab dem Typ gerade gar nicht zugehört übrigens, irgendwie. Bisschen doof. Takarigua Taranis. Was hat er gesagt? Sprich mit Baker. Ach ja, genau. Sprich mit Baker. So, dann hätten wir hier ein paar Gnome schon mal. Das ist auch nicht ganz uninteressant. Die Safi. Aha. Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Ja, klar. Pech gehabt, Kleiner. Sitze gerade auf dem Trockenen. Nein, komm, nimm eine Flasche. Klar. Hier hast du Kein was. Stress. Tantan, Homie. Safi mag Getränk, was macht Gaga? Ja, das glaube ich dir. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reif, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Okay. Ein Gnom, der rumsäuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Der Spruch ist super. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. So nenne ich die Folge. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Nee. Obi will lieber Wasser? Nein. Rum ist schon okay. Ja, ich bin eher der Whisky-Trinker. So, was erzähl mal du was. Über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränken. Was? Wollen nur Glitzersteine aus Bergen. Trinken die nicht eigentlich Piraten Bier? Besser. Oder Wein? Wenigstens. Das stimmt. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch. Aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold. Ist das geil. Jip, hat Zauberkräfte. Jip. Omis sagen, Rum macht hässliche Menschen. Ja, das stimmt. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Hä? Vergiss es. Ist das geil. So coole Sprüche wieder mal. Ach, schön. Kannst du mir etwas über das Schnapsbrennen beibringen? Safi kann, aber kostet dich Goldmünzen. Was? Ich hab dir rumgegeben. Was kannst du mir beibringen? Frag, Homie. Nee. Lass mal. Was hast du denn anzubieten? Was hast du anzubieten? Schöne Dingis. Homie Lucky. Ja, schöne Sachen. Mensch, schau doch mal hier in mein Händlerinventar, das irgendwie sinnlos ist. Na gut, vielen Dank für nichts. So, da drüben haben wir noch so einen kleinen Gnom. Außerdem hätten wir hier oben Baker, mit dem wir ja mal sprechen sollten. Da hat uns ja der andere, der Magier hin. Und hier ist Rumold. Na, reden wir mit Rumold. 25 Pakete Wurst, 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Branntwein. Hallo? 8 gepökelte Warzenschwe. Wer, wie? Was ist? Netter Hafen. Hallo? Für wen ist der ganze Krempel hier? Kannst du mit mir reden, Kollege? Das ist allerbeste Ware Oder? Aus den entferntesten Winkeln. Oder nicht? Weißt was du jetzt überhaupt, hier? Was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Nein. Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferanten. Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Aha. Übrigens, seht ihr das eigentlich im Hintergrund hier, meinen Bürostuhl? Dass der so ein bisschen abgenutzt ist? Habt ihr einen Tipp? Ich wollte mir mal einen neuen Bürostuhl kaufen. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Auf was ihr so sitzt? Beim Zocken? Oder so? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich habe mich letztens mal ein bisschen umgeschaut. Habe aber noch nichts gefunden, was mich so richtig vom Hocker haut. Und eigentlich möchte ich ja lieber sitzen bleiben, anstatt vom Hocker zu fallen. Deswegen schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so an Empfehlungen für mich habt. Ich brauche dringend einen neuen. Der ist von meinen Katzen sowas von zerkratzt. Damals in meiner alten Wohnung hatte ich noch konnten die Katzen noch mit an meinen, beziehungsweise hatte ich meinen Arbeitsplatz, meinen Schreibtisch noch mit in meinem Wohnzimmer.
das ist jetzt hier in meiner neuen Wohnung anders. Jetzt habe ich hier mein eigenes Aufnahmezimmer und Zockerzimmer und so. Und ja, also wie gesagt, zurück zum Thema. Schreibt mir doch mal eine Empfehlung hier in die Kommentare. Danke. Verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Ich habe ja nicht gesagt, dass du es verschenken sollst. Wenn deine Taschen leer sind, lass dir ja nicht einfach. Ja, ja. Hatte ich nicht vor. Gut, denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und verlaustes Diebespack. Okay, wir müssen mal da reingehen und irgendwas klauen. Hast du ein Problem mit Dieben? Juhu. Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Gut möglich. Aber die Gnome hier sehen nicht so aus, als würden sie es sich mit dir verscherzen. Es gibt immer einen das bestimmt Einfallspinsel. Nicht. Aber manchmal haben die kleinen Biester sich einfach nicht unter Kontrolle. Dann leihen sie sich auch mal aus Versehen etwas. Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Das machen wir. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Das machen wir, das machen wir. Von welchen Kisten? Da freue ich mich drauf. In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Okay. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wieder eine schöne Quest. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Ja, das klingt doch gut. Ich finde raus, wer dich beklaut. Sehr gut. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für okay. Nun wart's erstmal. Erstmal abwarten, genau. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun. Ja, ja. Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf ein paar Stunden. In Ordnung. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Wurfmesser, roher Fisch, Proviant, ja. Fusel und so ein Spaß. Ich könnte ein bisschen von dem Fusel gebrauchen, oder? Oder von Grog. Warte mal, das macht... Rum ist fast am Wert, am sinnvollen. Ne, warte mal, Grog. Grog macht 50 und kostet 60. Ich nehme mal den Grog mit. So, wenigstens etwas altes Wissen. Was ich damit machen soll, das weiß ich echt noch nicht, ne? Schwanzstacheln, Zucker, Dietrich, Papageienflug. Die werde ich mal wenigstens mal noch einen mitnehmen, ne? So, verkaufen wäre jetzt eigentlich auch mal eine Idee. Was? Handel akzeptieren? Okay, das müssen wir akzeptieren, sehr cool. Na, da kann man sich zumindest nicht aus Versehen verklicken und sein ganzes Hab und Gut versetzen aus Versehen, so. Darf ich hier nicht rein? Raus hier! Ja, ja. Sieh zu, dass du Land gewinnst! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Bring mal Ruhe rein, Mann. Ich wollte doch nur mal schauen, was es hier so gibt, damit ich nachts vorbeikomme und das alles stehlen kann. Fernrohr, cool. Der Handspiegel. Oh, den brauche ich. Den brauche ich. Den brauche ich. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Schaut er mich an? Hm, du Slava. Entschuldigung. Hm, du Slava. Machst du dich jetzt mal weg, du kleiner Gnome? Handspiel, es ist gar kein. Ach. Das sah gerade so ein bisschen legendär aus, eigentlich. Tulle, Schmiedehammer, wir nehmen ja alles mit, was geht. Oh yeah, einfach mal kurz hier reingeschlichen und schon. Schon sieht's gut aus. Die Krüge braucht kein Mensch, so ein Scheiß. Rotz hier. Was haben wir denn hier? Beutel, Zucker? Zucker. Ja, Zucker nehmen wir mit. Keine Ahnung, ob ich den jemals brauchen werde, aber was soll's. So, schnell hier hoch. Bevor mich jemand sieht, hier ist doch Wein, oder? Ich glaube, den Wein brauchen wir für irgendeine Quest. Oder war das in einem anderen? Das war im zweiten Teil von Risen. Ach Mann, dass ich das immer nicht auseinanderhalten kann. Das Problem ist, dass ich Risen 2 einfach öfter gespielt habe, also Risen 3. Deswegen ist es durchaus manchmal ein bisschen schwer. Alte Lagerkiste. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Wo bekomme ich die denn her, den richtigen Schlüssel? Okay, hier ist wieder ein Krug. Oder ist das? Ach nee, Wein. Wein nehmen wir immer schön mit. Ich weiß nicht, ob man das irgendwas bringen könnte. Bauplan für Seelenring, okay. Pokal, altes Wissen. Noch irgendwas? Nee, das kann ich... Was ist hier da auch was? Warum geht das nicht? Leichter Goldsack, Bett? Nee, ist auch nix. Löffel. Wo bekomme ich denn den Schlüssel her? Das ist ja doof. Silberteller, wow. Also, ihr seht schon, der ist ganz gut hier, der Weg, ne? Also, ich habe hier ein bisschen was gesammelt gerade. Mir ausgeliehen, wie es die Gnome sagen würden. Und, ja, nette Ausbeute. Aber wo bekomme ich den Schlüssel her? Ich weiß es nicht.
Das Coole ist, wenn ich jetzt hier schon fertig bin mit dem Diebstahl, quasi, wenn man das so sagen kann, dann könnte ich jetzt einfach hier normal rauslaufen, ohne zu schleichen. Also wenn mich jetzt beim Rauslaufen jemand entdeckt, interessiert das kein Schwein. Ne? Um das mal so zu sagen. Ja, der Knurm hat mich fast gesehen. Hier ist ein Äffchen. Ist hier auch wieder was? Ich muss das echt mit dem Affentrainer lernen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das muss ich unbedingt lernen. Mal ganz kurz schauen. Charakter, Fähigkeit, Diebeskunst. Affentrainer. Wenn du das, was brauchen wir denn da? 40 Einfluss und sonst nichts. Vielleicht liegt es auch nur an der Banane, aber aus einem Äffchen kann man einen geschickten Dieb machen. Das heißt, wir müssten auf... Moment, nee, nicht Härte. Nicht. Hier. Das müssten wir machen. Naja, wenn ich mal so weit bin, dass ich das lernen kann, dass ich einen Lehrer dafür finde, dann werde ich auch entsprechend das lernen, um zu sehen, dass ich irgendwie den Affentrainer hier benutzen kann. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch so auswirkt. Speichern wir mal kurz, denn ich würde gerne die Kiste noch mit ausräumen. Das sah interessant aus. So, und danach sind wir hier fertig, würde ich sagen. So, das ist eh nur 4 hier, das ist kein Stress. So, wunderbar. Und auf das Ding! Juhu! Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, bin ja schon auf dem Weg. So, okay, wir haben jetzt gute Beute gemacht, würde ich sagen. Teleportstein, oh. Darf ich rein? Ja, hier darf ich rein. Wunderbar, Teleportstein nehmen wir mit. Gibt's noch sonst was Schönes hier? Spruchrolle, ja klar. Kristallfackel, okay, Krug. Die ganzen Flaschen sind wieder keine echten Getränke. Schade, schade. Eine Säge, hier liegt eine Säge, die kann ich auch nicht mitnehmen. Was soll denn das? Ständig finde ich hier interessante Sachen und kann dann nichts damit anfangen, weil das irgendwie nur ein Dekorationsgegenstand ist. Eine Ratte! Na, die Ratte töten. Und wo ist jetzt eigentlich Borka? Ach, keine Ahnung, wie der wieder hieß. Truthahn! Okay, das interessiert niemanden. Ich dachte schon, ich bekomme jetzt hier irgendwie Ärger, wenn ich den Truthahn abschlachte, aber nein. Alles gut. So, manchmal gibt es hinter solchen Häusern irgendwas Verstecktes. Eine Banane, ein bisschen Gold, ein bisschen Gold, ein bisschen Gold. Klick, klick, klick. Gib mir das Gold. Meine Fresse, wie viel ist denn das? 10? 10 einzelne Goldstücke. Sinnlos. Naja. Ich hab's. Alles gut. Und Muscheln. Auch nicht schlecht. Ihr seht schon, man kommt hier in dem Spiel gut an Wertgegenstände. Ne? So ist es echt nicht, dass man irgendwie Schwierigkeiten hätte, Gold zusammenzubekommen. Oh, eine Truhe. Also, ne, ist überall Truhen und Zeug, was rumliegt. Und goldene Gegenstände, die man teuer verkaufen kann. Das ist alles kein Stress. Hier ist auch noch mal ein bisschen Gold drin, ein bisschen Bier. Wunderbar. Was für ein schöner Tag. Wenn man nur ein bisschen Bier hat, hier als Pirat. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also, Pirat mit Bier wäre okay. Nur mit Rum. Ja, jetzt nicht so mein Fall. Darf ich hier zugreifen? Ich speichere bei jedem kleinen Scheiß, ne? Aber was soll's. Messer, Löffel. Ja, ein bisschen Besteck, eine Gabel. Einen ganzen Satz eingesammelt. Super. Und eine Schatzkarte natürlich. Nicht schlecht. So, schauen wir mal hier hoch. Ich vermute mal, dass da oben jetzt dieser Typ ist, den wir sprechen sollten. Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß, aber ist auch nicht von Belang. Wo wär's mit B? Basil, Bukar, Boris. Boris? Bestimmt Boris. Baker. Ach, ich dachte Boris. Mann. Hallo. Du willst bestimmt zum Lager der Magier. Nee, ich wollte nur ein bisschen am Hafen mich rumdingsen. Natürlich will ich dahin. Zum Magierlager. Ich kann dich hinbringen. Hab eh noch ein paar Sachen dort zu erledigen. Du kannst dich natürlich auch alleine durchschlagen. Ah. Okay, geh wieder. Sorry. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar, aber umsonst. Ja, niemand macht irgendwas umsonst. Ich weiß. Nicht mal für Wächter. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Ja, genau. Was hast du auf Taranis zu schaffen? Ich bin Wächter und kümmere mich um Neuankömmlinge. In diesen Zeiten braucht jeder ein wenig Führung und ich weise ihnen den Weg. Du rekrutierst also neue Leute? Hier sind auch andere Gemeinschaften willkommen. Solange sie den Magiern Respekt erweisen und nicht zur Inquisition gehören. Jawohl. Aber wenn du Interesse hast, übrigens Kadett coole Rüstung. Zu werden, wir können immer eine starke Hand gebrauchen. Ja, vielleicht. Wie werde ich Wächter? Am besten du redest mit General Magnus. Oh du ja, dich aber erst Mann, diese Insel. Machen müssen, bevor er in der ja, das ist doch immer dasselbe mit euch. Also mach dies, mach das, mach ein paar Laufbooten-Quests, ein bisschen sinnlosen Scheiß, bring jemanden um und dann wird man aufgenommen. Kein Problem. Was habt ihr gegen die Inquisition? Sie haben den falschen Weg eingeschlagen. Versteh mich nicht falsch, ihre Motive sind gut. Früher gehörte ich auch einmal zu ihnen. Oho. Aber sie haben den Magiern den Rücken gekehrt und das stimmt. Ist ein großer Fehler. Früher war das so ein bisschen, was die Inquisition haben die ein zusammengehört. Angeht, ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Absichten. Kurz nochmal ein kleiner
kleiner Flashback, sage ich mal so. Im ersten Teil von Risen ist man auf dieser Insel, ach, wie hieß sie denn? Ich hab's vergessen, wie sie heißt. Auf dieser einen Insel gelandet und da gab's die Magier und die Inquisition. Und die Inquisition hat quasi mit den Magiern zusammengearbeitet. Im Kloster hat sich die Inquisition da versammelt. Da war der Inquisitor Mendoza, der quasi der Anführer der Inquisition war und damit auch den Magiern überstellt war. Und ja, die haben quasi Hand in Hand zusammengearbeitet und waren absolut dick verbündet. Und irgendwie ist es dann im Laufe ich weiß nicht, ist es während des zweiten Teils passiert oder so, im Wechsel vom ersten zum zweiten Teil, dass die Magier und die Inquisition getrennte Wege gegangen sind. Und das ist schon sehr interessant. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass die Inquisition sogar verfeindet ist mit den Magiern. Die wollen die Magier töten und das ist irgendwie krass. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob die Magier direkt töten wollen, aber Sebastiano wisst auf jeden Fall. Oder so. Okay, so, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wir gehen später mit Baker, aber erst möchte ich mich noch ein bisschen am Hafen umsehen. Silberzunge steigern. Das habe ich noch nicht genug, ne? Dafür bin ich nicht gut genug. Dachte ich mir doch. Krallen nehmen, das ist auch gut. Ja, 500 Gold. Zeig mir, wie ich Monster ist zwar teuer, Krallen abnehmen aber kann. Nicht schlecht. Okay. Gerade solche Sachen, die Jagdtalente und sowas, das kostet Gold, ne? Und was nützt das? Das kostet mich ja keinen Ruhm oder irgendwas, das kostet mich wirklich nur Gold. Und was verdiene ich dadurch? Gold. Das heißt, solche Sachen sollte ich auf jeden Fall so früh wie möglich lernen. Je eher, desto wirkungsvoller, desto sinnvoller ist es, das noch zu machen. Denn dann kann man auch mehr Monstern die Krallen abnehmen oder was auch immer, die Haut, das Fell, die Zähne. Das versuche ich alles zu lernen, dass ich da richtig schön Gold scheffeln kann. Und dann, denke ich, macht das auch Sinn. So, hier war gerade Taranis Band 1. Das lese ich euch mal vor. Mal sehen, ob da irgendwas Interessantes drin steht. So, Plunder, Tara. Achso, wir können mal die Muschel öffnen. Na also, wer sagt's denn? Ein paar waren drin. So, wo ist es? Taranis Band 1. Hier. Die Ankunft auf Taranis. Unbezwingbar sind sie, so heißt es. Doch nach weiteren Nachforschungen merken wir schnell, dass Titanen sich meiden. Wo ein Titan wütet, ist kein anderer. Dieses Prinzip wollen wir uns zunutze machen. So war das auch auf der ersten Insel von Risen 1 halt, ne? Da war nämlich der Feuertitan im Berg, deswegen haben die anderen Titanen die Insel in Ruhe gelassen. So. Viele Tage und Nächte vergingen, in denen wir Angst um unser Leben hatten. Wann würde der erste Titan unseren Machenschaften auf der Donnerinsel bemerken? Doch die Zeit verstrich und die Klügsten unter uns fassten einen Plan. Wir bauen ein Energiefeld, welches so mächtig ist, einem Titan trotzen zu können. Diese Insel scheint ein guter Ort für ein solches Vorhaben zu sein. Die natürlichen Vorkommen der magischen Kristalle, die wir hier finden, werden uns helfen, unser hochgestecktes Ziel zu erreichen. Wir werden sie fördern müssen. Die zwei aufeinandertreffenden Klimazonen bauen so viel Spannung auf, dass es eine regelmäßige Zahl von Blitzen pro Tag gibt, deren Energie wir uns zunutze machen können. Vor allem Meister Marburg hat ein großes Interesse an den Blitzen. Er glaubt, dass man ihre Kraft bündeln und umleiten kann. Begannen wir mit der Arbeit und mit der Forschung an etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Wenn wir nur schnell genug sind, können wir unser Wissen in das zerstörte Land hinaustragen, um es für die Menschheit zurückzuerobern. Ja, die arbeiten quasi hier so ein bisschen an verschiedenen Dingen, besonders daran, die Energie der Kristalle und die Energie der Blitze zu nutzen und damit durchaus die Titanen fernzuhalten, vielleicht sogar die Titanen zu besiegen. Und ja, die Titanen sind ja quasi das, was hier so ein bisschen das Problem ausmacht, was quasi dafür sorgt, dass in diesem Land Krieg herrscht, dass hier alles so zugrunde geht, ne? So, irgendwo hier müsste ich mich dann später in die Kisten werfen können, so ein bisschen. Allerdings muss das nachts sein. War das nicht hier irgendwo? Moment. Da, Kistenstapel, genau. Da geht's dann gleich hin. Ich möchte nochmal kurz schauen, wer jetzt hier hinten noch ist. Erstmal machen wir die kleine Ratte nieder. Ich habe schon wieder übrigens sehr viel Ruhm eingesammelt, fast 7000. Ich werde dann bald mal wieder ein bisschen was in meine Attribute stecken. Allerdings jetzt noch Hallo, nicht. Hallo, Kleiner. Hallo, Gardi. Klein? Gardi ist nicht klein. Bist du groß für einen Gnom? Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gardi ist 3,75 Fuß groß. Also bist du ein großer Gnom, okay. Du bist schlauer. Ein ganz schlauer. Oh ja, Gardi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Nicht Hast schlecht. Hast du Lust auf ein Spiel? Ein Zählspiel. Okay, na klar, geht los. Warum nicht? Mal sehen, was bringt's. Dann hör Gardi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Das macht keinen Sinn. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann noch wenigstens übrig? Einen, denn in seinem Rumold ist immer noch ein Namen. Also im Namen Rumold ist immer noch Rum drin. Ich sag mal einen. Einen? Richtig. Er trägt ihn ja im Namen.
Nicht schlecht. Im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Genau. Romald glaubt, der Gnome würdet ihn bestehlen. Romald ist großer Dickkopf. Du denkst also, er hat Unrecht? Ganz gewiss. Homies am Hafen sind unsere Kumpo, unsere Freunde. Hafendiebe bringen Gardis Rechnung durcheinander. Gnome würden Gardi das nicht antun. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der andere Gnome das war. Oder das ist. Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gardi kein guter Tief. Gardi kann Tief heißt Dieb übrigens. Beibringen, wie man Dingi stiehlt. Dingi sind von Gegenstände? Natur aus gute Tief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Humi. Die Nase ist so cool. Das muss ich meiner Freundin zeigen. Die haut sich weg, wenn die Nase hier sieht. Vor allem so nah, wie das gerade war. Handelst du auch mit Waren? Tredo? Yip, yip, Tredo heißt handeln, ne? Ich werde euch das ein bisschen übersetzen. Ich weiß das alles noch durch... Dadurch, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe und vor allem dadurch, dass ich im zweiten Teil von Risen mit dem Gnomen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Jafar hieß er, so viel Spaß hatte. Und ich kann euch schon mal eins sagen, wir treffen ihn in diesem Spiel wieder. Der Typ ist der Hammer. Aber nicht zu viel verraten, ne? Ich möchte euch nicht zu viel vorwegnehmen. So. Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Diebstahl natürlich. Affentrainer, yeah! Vielleicht liegt es auch nur an der Banane, das muss ich lernen, okay. Ansonsten, Panzerknacker? Kein Schloss ist vor deinen geschickten Fingern sicher. Dein Schlösserknackentalent steigt um 10 pro Stufe. Das ist auch gut. Fingerfertigkeit 30 und Einfluss 40. Meisterdieb steigern. Der Taschendiebstahl steigert sich um 10 pro Stufe. Das haben wir nicht. Also 40 und 30. Mal kurz schauen. Attribute. Fingerfertigkeit ist bei 30. Sehr gut. Und Einfluss ist bei 35. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Gold auf jeden Fall. Ich muss gleich mal ein bisschen Gold auftreiben. Einfluss. Das machen wir jetzt noch. Es wird jetzt mal ein kleines bisschen überzogen. Nur ein winziges bisschen. Oder? Vielleicht auch nicht. So, das machen wir auf jeden Fall. Halt, Einfluss. War das richtig? Ja, das brauche ich auf 40, genau. So, okay. Yep. So, und damit haben wir jetzt auch unseren Zeugs ein bisschen erhöht. Nee, wisst ihr was? Ich werde jetzt nicht weitermachen, denn wir sind eigentlich schon 2 Minuten drüber. Ich werde mal hier in der Nähe von dem guten Gardi bleiben. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal, was ich zu tun habe. Das soll es für heute gewesen sein. Schaut euch auf der Endcard um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und damit ist Risen 3 für heute schon wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne Bewertungen dalassen, kommentieren, liken und alles, was euch sonst noch so einfällt. Außerdem könnt ihr euch gerne mal noch ein bisschen auf meinem Kanal umschauen, denn da gibt es noch ein paar andere Projekte, die euch durchaus interessieren könnten. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!